herzlich willkommen hier in meiner Küche auf meinem Kochkanal Soul Food by Silke. Schön, dass ihr wieder dabei seid. Wir starten jetzt auf die Osterzeit und deswegen möchte ich mit euch einen leckeren Rüblikuchen machen. Und wie der geht, zeige ich euch jetzt. Für meinen Rüblikuchen brauchen wir vor allem 200 Gramm gemahlene Mandeln. Für die Dekoration habe ich diese Marzipanrüble gekauft, Puderzucker für die Glasur, ansonsten 4 Eier, 375 Gramm Karotten, aber das genaue Rezept, das erhaltet ihr ja dann unter meinem Video. Ich würde sagen, wir fangen jetzt an, indem wir mal unsere Karotten raspeln. Natürlich erst schälen. Insgesamt 375 Gramm. Entweder mit der Küchenmaschine oder mit der Hand. Jeder wie er möchte und was er hat. Und dann geht es auch schon an den Teig. Wir haben jetzt 375 Gramm Möhren geraspelt und fangen jetzt mit unserem Teig an. Dazu geben wir 4 Eier in unsere Schüssel und rühren die mit dem Zucker schaumig. Wenn das Ei und Zucker schön schaumig gerührt ist, dann geben wir unser Öl dazu. Und schon mal einen Teil vom Mehl. Und rühren wieder gut durch. So, dann den Rest. So wie die Hälfte der Mandeln. Wer mag, kann auch Haselnüsse nehmen. Geht also beides. Ein Grund, warum ich den Kuchen so mag, ist, dass eine gute Prise Zimt hineinkommt. Das macht er einfach nach Geschmack. Und 3 Teelöffel gestrichen Backpulver. Und jetzt gebe ich mal den ersten Teil der Karotten dazu. Schon den Rest und rühre noch mal gut durch. Ich habe hier schon die Kuchenform vorbereitet. Die schon mit Butter und Mehl ausgestrichen. So, und jetzt kommt unsere Kuchenmasse rein.
So, während meines Backens habe ich jetzt den Backofen schon auf 180 Grad vorbereitet. Und da muss der Kuchen jetzt für 40 bis 50 Minuten in den Backofen bei Ober- und Unterhitze. Und dann schauen wir wieder nach. So, unser Rüblikuchen ist jetzt bei 180 Grad, schon mal ca. 30 Minuten im Backofen und wir lassen ihn jetzt noch 15 Minuten und schauen dann nochmal nach. In der Zwischenzeit und bis der Kuchen jetzt fertig gebacken ist, rühre ich schon mal die Zuckerguss an. Für den ganzen Kuchen nehme ich gute 200 bis wirklich 250 Gramm Puderzucker. Rühre den jetzt mit wenig Wasser erstmal vorsichtig an, weil wenn er einmal zu dünn ist, dann ist das ganze Ding schon den Bach runter. So. Und damit sich der Puderzucker besser streichen lässt, der Guss, gibt es einen Trick. Und zwar kann man da einfach etwas Frischkäse mit drunter geben. Und dann lässt sich der besser streichen. Probiert es einfach mal aus, wer das nicht kennt. Geschmacklich macht es keinen Unterschied, großartig. Es schmeckt vielleicht etwas frischer. So. Schön glatt rühren, ohne Klümpchen. Und dann geht es gleich mit dem abgekühlten Kuchen und der Deko wieder weiter. Wir haben jetzt den Kuchen abkühlen lassen und gestürzt. Der geht auch wunderbar aus der Form heraus. Und jetzt können wir mit unserem Puderzuckerguss glasieren. Ich nehme dazu so einen Silikonpinsel. Da geht es wunderbar. Ihr seht, es lässt sich jetzt auch besser verstreichen als normaler Puderzucker-Zuckerguss, wenn da der Frischkäse dazugegeben ist. Ich verteile jetzt den Zuckerguss ringsherum und mache dann mit der Deko weiter. Je nachdem, wie ihr den Rüblikuchen jetzt verzieren möchtet, kann man entweder auf die Außenseite Mandelblättchen geben einfach den Kuchen leicht schräg halten und die Mandelblättchen leicht andrücken. Das geht jetzt besonders gut, weil der Guss natürlich noch ganz frisch ist und ganz nass. Jetzt wechsle ich den Kuchen mal auf eine Platte. Jetzt habe ich schnell noch ein bisschen Ordnung gemacht. Auf meine Rüblikuchen kommt auch oben drüber ein bisschen Mandeln. Ganz einfach, weil ich die ganz lecker finde. So, und dann kann man, wenn man jetzt die einzelnen Karotten platziert, ein ganz klein bisschen Schoko auf den Puderzucker geben. Quasi ist das dann die Erde, aus der die Rübe kommt. So. So, ganz vorsichtig. Und dann legen wir unsere Rüben auf. So, das ist jetzt mein fertiger Rüblikuchen.
Ich wünsche euch viel Spaß beim Nachbacken und einen guten Appetit.